Hallihallo und willkommen zurück bei Warlords of Draenor. So, Andi, Chrissis und ich, wir wollen ins Shadar-Versteck. Richtig. Hey, wartet auf mich. Sind wir richtig? Ja. Wow, was ruckelt denn hier gerade so? Wir sind nicht richtig. Wir reiten gerade ins Schattenmontal. Oh. Wir springen einfach mal hier. Also dezent unrichtig. Hui. Hallo Kröte. Tschüss Kröte. Auf in die Shadar-Verstecke. Hier ist die Shadar-Verstecke. Okay. Die müssen wir noch nicht töten. Nee, die müssen wir hier gerade alle nicht töten. Nee, was müssen wir denn hier? Hier müssen wir irgendwas einsammeln, auf jeden Fall. Hier sind diese Ausgestoßenen, die wir von dem Fluch befreien. Ich hab mal wieder ein Disco. Disco, Bogo. Yeah. Ja, und irgendwie, ja. Ich bin da. Hier rennt gerade auch wer anders rum und befreit die alle. Das ist der Grund, warum wir hier gerade nichts finden. Ah, Männer, ich komme direkt wieder. Jo, mach das. Mach mal kurz einen Artillerieschlag. Ich befreie hier mal gut, ich weiß nicht, ob ihr die mitkriegt, wenn ich die jetzt befreie. Wart wenigstens, bis unser Wombat drin ist. Ja. Ja, bitte. Oh, und ich hab Edge. Na klar. Die ganze Zeit. Bitte, Leute, wir haben. Achso, ja, ihr hört ja in seiner Folge. Wir haben eine Essenspause gemacht gerade. Nichts passiert. Und gerade die Folge angefangen. Gerade im Moment. Rams. So ein Quatsch. Bei mir ist übrigens ein Schattenfolie. Ja, stimmt, die Schattenfolien, die sind aber auch echt klein, dass man die so schlecht sieht. Hoffentlich komme ich jetzt rein. Und hab nicht den Bug. Hier ist auch noch ein Schattenfoliant und hier ist ein ausgestoßener Schattenweber. Den ignoriere ich gerade erstmal. Natürlich. Aufgrund des Wombats. Genau. Problem war, ich bin nicht von WoW geschmissen worden, sondern mein Router hat sich. Das ist schlecht. Aber das ist du bist ja noch TS, also von daher. Ja, der hat sich reconnected. Ah, okay. Sobald ich wieder drin hatte, war ich reconnected. Ja, das sind diese, diese kurzen Router-Diskos. Er ist drin. Los, befreie sie. Ja, war ein kurzer, war kein kompletter Neustart. Das ist der Daily Reset irgendwie. Ja, die 24-Stunden-Disco. Kann man den nicht irgendwie zeitlich einstellen? Muss man in eine, doch. Muss man in eine Hülle rein? Unter also, anderem habt ihr mitbekommen? Irgendwie. Ich hab ihn bekommen. Du auch? Wo seid ihr denn? JWD ganz weit draußen. Wo bist du denn? Da wo ich disconnected bin. Oh, willkommen mal zu dir. So, ich hab wieder gestartet, die Aufnahme, ne? Ah. Ach, die ist auch mit abgeflogen. Ja, klar. Aber macht nichts. Bei mir, dadurch, dass ich halt mit Afterburner aufnehme, läuft die Aufnahme auch bei Disco weiter. Ich hab das Spiel beendet gehabt zwischendrin. Ah, okay. Ja. Das ist natürlich schlecht. So, hier ist auf jeden Fall ein Foliant. Ach, die Dinger da. Ja, diese Schattenfolien. Oh, die sind ja voll doof. Aber du hast schon recht, wir müssen hier irgendwo in eine Höhle rein. Ja, da war ich drin. Da warst du drin. Aber draußen kann man nur die Leute befreien und die Schattenfolianten sammeln. Also ja, da drin ist nur der Mob. Eben. Also den kann machen, der ist schnell gemacht. Ja. Dann ist das ein Mob, der ist direkt da. Ein Möppelchen. Hallo, Möppelchen. Ah, Mobs. Maps sind toll. Ich muss mehr. Ja. Ich bin außer Reichweite. Das kann ich bestätigen. Ich rede von dem Hund. Wir auch. Also ich muss wirklich sagen, das hört sich echt weiter jetzt an, aber wir hatten meine Nachbarin hier und wir hatten zwei richtig coole Möpse. Und das war der eine, der Sir Henry, die hießen Sir Henry und James. Also das waren Sir Hunde. Henry und James, so würde ich meine Möpse auch nennen. Ah, da ist ein Buch. So würde ich meine Maps auch nennen, definitiv. Aus dem Foliant, dann ist noch ein Foliant an diesem. Ich hab schon alle. Totos. Ich auch. Achso. Wir müssen nur noch die Ausgestoßenen. Ja, wie gesagt, die hatte ihre beiden Maps überall dabei auch. Klar, denn die. Die cool. Das ist ja irgendwie logisch, dass man die immer dabei hat. Sir Henry war der Beste, der hat nie auf die gehört. Der ist, dahinter, ist immer zu mir gelaufen. Ach, die laufen dann auch zu dir. Ja, nicht schlecht. Ja, klar. Ja. Also der Henry. Ja, ist schon klar. Hier schaut, in diesen ganzen Zelten sind immer die Folianten drin. Okay, schade, dass sie nicht mehr wohnt, die war cool. Oh. Vielleicht guckt sie ja deine Let's Plays. Hm. Wer weiß, hallo, wenn du mich siehst, bring Henry wieder vorbei. James war auch cool, aber. Der Henry war halt der Beste. Hier sind gerade zu viele Spieler, hier ist gerade alles. Ja, hier ist gerade einer, der gerade zwei mir vor der Nase weggeschnuppt hat. Den da töten? Der Gemeine. Ach, ich muss hier noch Leute befreien. Ja, Geh weg. Ich hab ihn befreit. Ja, ist sehr gut. Habt ihr den bekommen? Ja.
Hier in der Höhle war noch einer, der ist auch schon befreit worden. Nochmal, immer diese anderen Spieler. Geht vom Ich Server. sehe einen. Vom Tauren Ja, Paladin. Darf meiner, ich ihn töten? meiner. Nein, darf ich nicht. Mist. So. Weil, Habt ihr ihn genau. bekommen? Da ist noch einer, da ist noch einer. Hi. Juhu. Ach, das war deiner, Aladora. Den habe ich dir schon gegeben. Oh, da vorne ist noch einer. Da vorne sind zwei, drei. Da ist auch noch einer. Ich hab Meiner. einen. Meiner. Und hoffentlich kriegt ihr das mit. Ich habe einen Meiner. bekommen, ja. Ja, ich habe sieben. Ja. Ich habe sechs. Brauche ich noch Bücher? Ja, einen. Da ist auch noch einer. Ein Foliant. Oh, kill him all. Meiner. Ich habe einen auch Jetzt bekommen. habe ich 8 von 8. Ich auch. Mir fehlt einer, scheiße. Ich suche hier, bei mir steht einer. Nein, weg da, du dummer Pandare. Ich Fick hab einen, dich. Ich hab den letzten. Na gut. Oh, Gott sei Dank. Puh. Boah, Alter, voll stressig. Es gibt's ja gar nicht. So. Ich glaube, das war's schon. Das war's oder? Schon. Gut, dann abgeben. Dann fällt ab nur, fällt hier nur noch dieser andere Hilani-Dingsbums, der ist auch in der Nähe. Ja, wir gesucht Hilani. Das wäre ich bitte hin. Dann können wir den erst machen. Wollen wir den jetzt eben machen? Jo, ich bin schon am Gut, Reiten gleich schwimmen. Ja, ihr schwimmt ihr dann ruhig mal eine Runde. Mit seinem scheiß Pet hier, ey. Ne, er muss sowieso auf uns warten, von daher. Ja, ich kill ihn dann schon mal halb. Ist doch so. Egal. Kilani, wo bist du? Ach Gott, hier sind so viele Flusswälze. Du bist ein Flusswälz. Hey! Kommt ihr da gleich hin? Komm doch. Hier sind übrigens die süßesten Pets, die sie jemals in WoW eingepatcht haben. Corgis? Nein, Was? Diese Doch, Fluss es gibt nichts Kaltdinger. Süßeres als Corgis. Also ist Guckt deine... euch mal die Flachzahnkälber hier an. Die sind so ursinnig, irrsinnig knuddelig. Würde ja gerne, aber ich bin hier irgendwie noch im Wasser. Ja. Mhm, genau. Das dauert noch ein bisschen bei uns. Ja. Aladora und ich, wir baden nämlich hier. Ja. Ah, wir haben unseren Spaß zusammen. Mhm. Ich hole mir der Wald mal ein, zwei, drei, vier Bäume. Warum habe ich ab und zu das Verlangen, ihn zu schlagen? Der den Wolf recht regelmäßigen. So, wo sind hier die Kälber? Hier neben mir. Da auf dem Wald, da tippelt eins. Ich bin da. Außer Reichweite. Wo denn? Flachzahnkalb, da direkt vor dir. Was aber nicht Corgi so süß ist wie Corgi. Süßer. Ja, auf jeden Fall. Ich würde es gerade schon am liebsten töten, nur weil du gesagt hast, dass ja, es so süß wie Corgi ist. Da lebt, verdient gar nicht zu leben, das Scheißding. Ey! Was Hilani? Hilani töten. Und Atterrieschlag? Was? Den darfst du machen, ich. Ey, ziehst du nicht raus? Was tust du? Ich baue mir meinen auf. Ich mach gar nichts. Ich sag nur, der Tank kann nicht tanken. Ach, tank du doch mal. Ja, hab ich doch gerade. Deshalb sag ich ja, dass der Tank nichts kann. Warum nehme ich nicht meinen Bumerang? Geht doch viel einfacher. So, ich hole mir noch das Bäumelein. So, dann haben wir. Ich gehe schon wieder jede Menge. Da müssen wir schon wieder über diesen verdammten Berg. Fluss. Hier. Geh schon mal Richtung Mitte wieder und schwimm dann mal rüber. Das dauert eh etwas länger. Ja. Mhm. Bei euch Bis in 5 Minuten. Bis dann, tschüss. Wann kann man denn fliegen? Wollen die das mit dem nächsten Patch einführen? Sie überlegen, ob sie es gar nicht einführen. Die Scheiße oder was? Also, ja. Frühestens mit dem ersten richtig großen Raid-Patch. Also, richtig ja, ich groß auch. Nächster Raid, wenn überhaupt. 6.1 praktisch. Frühestens. Genau. Und dann, Bereit das haben Arbeit. Sie auch nur gesagt, weil auf das gar nicht, wie sie es ursprünglich komplett vorhatten, die Community ich leicht aggro reagiert hat. Ja, da gibt es ja direkt einen Shitstorm heutzutage. Ja. Der einen? Das war schon ziemlich krass, ja. Sind wir denn? Ach ja. Es hat aber auch irgendwie was, mal wieder laufen zu müssen. Man sieht die Gegend viel mehr. Ja, aber ich meine, wenn man 80, Level 100 ist, kann man ja ruhig fliegen, wie in Pandaria, war ja genauso. Ja. So. Das sind wir, wo fangen wir an? Och, mir egal. Nehmen wir den Rastor. Ein dunkler genau. Wind. Wie krank muss man sein, um ein Buch voller, völlig brauchbarer dunkler Künste zu verbrennen? Ja, gell. Okay. Finde ich auch. Verbotenes Wissen. Ja, ja, ausgezeichnete Arbeit. Da sind ein paar meiner Lieblingstitel dabei.
Wissen ist Macht und jetzt kann ich mich gut ausgerüstet auf dem Weg zu den Spitzen machen. Vorsicht! Lass mich raten, an den Spitzen werden wir mit denen noch ganz viel zu tun haben. Ich denke bestimmt. Ihr werdet sehen, Mensch. Aruna und das Shadar-Versteck waren nur der Anfang. Belohnung wählen? Brauche ich nicht. Kommt gar nicht aus so. Brauche ich nicht. Und genau. Die Schatten sind. Oh, es wurde abgegradet. Brauche ich sie jetzt? Cool, was die Sonne versenkt das. Und was das Glück betrifft, könnt ihr euch glücklich schätzen, dass ich nicht mehr zu den Verteidigern von Aruna zähle. Denn ich hätte euch ausgeweitet, bevor ihr dem Feuerweisen auch nur nahe gekommen wärt. Ach, manchmal vermisse ich die alten Zeiten. Was soll das denn? Vor allem davor schmiert er uns auch so Honig und so, oh, schön, dass ihr da seid, hat mich voll gefreut und ich blind und hat uns sein Lebensgeschichte erzählt und jetzt das. Ja. Nett. Und für den so. Haben wir auch nur jemanden getötet. Haben wir schon zwei von... Was? Ne, eigentlich haben wir drei von... Ah, ne. Zwei von vier Teile haben wir. Ja, aber Bau des Außenpostens haben wir eigentlich schon. Nein. Wenn wir diese untere Quester machen, bei den Goldruni. Das ist gut. Der erste. Darf ich sagen, auf. Auf auf. Zu den Goldruni. Also ich gehe rüber zum, zu der Brücke. Da ist eine Brücke? Da ist eine Brücke. Im leichten Umweg für euch. Da komme ich mit. Es ist immer noch schneller. Aber da ist ein Schatz auf dem Weg. Hier Lichtbringer oder sowas. Und da ist auch Guter noch Hammertooth. Hier ist Lichtbringer, hallo. Hammerzahn. Genau. Aber Lichtbringer ist ein graues Item, super. Das ist ja... Lichtbringer habe ich mir vorhin schon mal mitgenommen. Aha. Fisch gibt es dort auch. Hier gibt es noch eine Quest, viel interessanter. Oh ja. Ich komme, ich eile. Oh, hätte den können wir jetzt aber nicht gebrauchen. Wer bist hätte du denn? Der schwimmende Part verpasst. Oh. Mensch, ich will Thumbnail machen, geh weg, Motte. So. Ja. Kuckuck, Mädel. Oh, sogar mit zwei Quests. Oh, cool. Ich habe nur eine Motte am Arsch. Komm, beweg deinen fetten Arsch hier rüber. Hab ich gerade Holz bekommen? Warum? Keine Ahnung. Ich hab Holz bekommen. Das war ich. Bei mir packte das gerade auf. Ja. Staub der Toten. Ich dachte, wenn ich ihn nur hierher brächte, dann könnte ich seine Verfehlung gegenüber dem Licht ungeschehen machen. Dann könnte ich meinen Sohn vielleicht retten. Doch jetzt ist mein geliebter Arumel nichts anderes als ein verzerrtes Trugbild. Jetzt bleibt mir nichts anderes, als meine Fehler wieder gut zu machen und dafür brauche ich eure Hilfe. Bringt mir etwas Dämmerschwingenstaub von den Motten der Abendlichtinsel. Mit eurer Hilfe braue ich ein Elixier, das uns erlauben wird, ins Reich der Toten zu reisen und Arumel zur letzten Ruhe zu betten. Gute Gesundheit, langes Leben. Ich brauche eure Hilfe, ein Elixier zu mischen, mit dem wir uns ins Reich der Toten wagen können. Dazu benötige ich ein paar Früchte aus der näheren Umgebung. Ihr könnt Arunenbeeren überall auf der Insel finden. Bringt mir so viele davon, wie ihr tragen könnt. Doch seid gewarnt, Aladora. Esst sie auf keinen Fall roh. Das Gift der Beeren wirkt schnell und tödlich. 60. Such den Pfad des Lichts. Ah, ja. So eine Menge 60. Ei. Ja. So, jetzt müssen wir wieder ein paar Möttchen töten. Kampfkorgi! Oh gut, ja, gut, da kommen ja aber auch ein paar. Einige raus, ja. Oh ja, da kann man nichts zu sagen. So, das und das. Haben wir's auch. Und Dämmerschwingen, Dingenskirchen, kommen. Bla, blub und überhaupt. Und Tetretay und so weiter. Ne, so, ich hab 20. Du hast 20. Ich hab gleich sogar schon 35. Was? Cheater. 28. Ja, futtert doch. Na, wenn wir das futtern, haben wir ein Problem. 41. Ja, hier ist auch noch eins. Oh, ich hab hier so eine kleine Horde gefunden. Also Mutti mit Kind. Eine eiserne Horde? Nein. Dämmerschwingen heute. Das ist das
die Vorstufe. Oh, 7 von 7, perfekt. Mhm. Okay, ich brauche nur noch 59 von 60 und jetzt muss ich gleich alle haben. Jo, 60 von 60. Boah, ich habe gerade mal 30, knapp. Krass. Hier hinten sind zwei Büsche. Okay. Oh, wo ist er denn? Den hatte ich schon. Oh, hier sehe ich noch zwei auf dem Weg. Hier sind, müssten auch noch zwei rumstehen. Ah ja, hier ist einer. Oder der andere, genau. Komm, 15, komm, 15, komm. Ah, ich hab alle. Mist, mir fehlen noch ein paar. Hinterm Baum ist noch einer, wenn du einmal hier hinterm Baum gehst. Hinter welchem? Hier. Da war ich schon. Warst du schon, Mist. Ich glaube, hier ist auch noch einer. Ja, da, den Baum. Nee, da war ich noch nicht. Da warst du noch nicht, okay. Ich warte mal bei dem Quest. So, Moment. Nur noch aufmounten, da bin ich gleich da. Hi. Bist du, sag mal, bist du unter die Piraten gegangen oder wie? Arr. Von den ganzen Morgen, ey. Hi. 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 Er ist zu einem Papagei Grüße, geworden. Hi. Möge eure Hand gesegnet sein. So. So. Arkenon Poros. Staub der Toten. Habt ihr genug Staub gefunden? Ja. Hab Dank, Andriani. Mit diesem Staub und dem Arunenbären werde ich nun das Gebräu des Todes mischen. Tu's nicht. Verliert euren Glauben nicht. Habt ihr schon genügend Arunenbären gesammelt? Bin froh, dass ihr nicht von den Bären gegessen habt. Ich weiß nicht, was ich tun würde, wenn ihr sterben würdet. Ja, elendig verrecken. Nein, auf den nächsten warten. Mhm. Arumels Ruhm. Meine Aufgabe ist zu sehen, was andere nicht sehen können. Ich bewahre die Erinnerungen anderer und gebe sie für sie wieder. Doch aufgrund meines Sohnes kann ich das nicht mehr. Mein Sohn hat sich vom Licht abgewandt. Als er verschied, war mir der Gedanke unerträglich, dass sein Geist in Auchindun nicht willkommen sein könnte. Also griff ich ein und sperrte ihn hier ein. Er verzerrt und quält die Erinnerung bis zur Unlesbarkeit. Ihr müsst das vollbringen, was ich nicht konnte. Verwendet dieses Elixier und dringt in das Geisterreich vor und vernichtet den Geist meines Sohnes. Oh. Mit Vergnügen. Jo, Geisterreich. Klick. Ich glaube, wir sollten erst hinreiten und dann ins Geisterreich gehen, war da nicht was? Ich nehme einfach alles mit, was ich auf dem Weg finde. Ich benutze das Ding einfach mal da hinten, wenn ich da bin. Ich nehme tatsächlich bisher nichts mit. Ich auch nicht. So. Was sehe ich denn schon? Ich ja, auch. Ich könnte ihn jetzt hauen. Ja, mach ich auch. 3, 2, 1. Jetzt könnt ihr wegen mir. Da lohnt sich ja nicht mal ein Artillerie-Schlag. Da lohnt sich so gut wie nie hier. Warum haben wir uns dann den dann gegeben? Für den Fall, dass man allein unterwegs ist. So, und zurück geht's. Ich hab mal die Geisterwelt ausgeschaltet. Ja, ich auch. Ja, dafür sind hier so viele Motten jetzt. Also. Ich bleib in der Geisterwelt. Oh, wo kommen die auf einmal alle her? Die waren noch gerade nicht da. Hallo, meine Schätzelchen. Ich reite hoch und dann... Wie sieht's mit der Zeit aus? Ja, 18 Minuten. Okay. Wollen wir noch eben abgeben und dann... Eben abgeben, genau. Okay. Arumels Ruhm. Manche Erinnerungen bleiben besser das Glück immer sei vergessen. Mit euch. Vielen Dank, Aladora. Ich werde euch in unsere Welt zurückbringen. Dionys Akka. Oh, episch. Oh. Jo, dann würde ich leider sagen. Immer noch schlechter als das, was ich habe. Ja, Wombi, dann sieht schlecht aus für dich. Jo, dann gehen wir weg. Gehen wir nach genau. Hause. Genau. Wir sehen uns dann wieder. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Ciao.